What's up, Bayern-Fans? Ich bin Andi Obst, Shooting Guard, und das müsst ihr damit wissen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, wieder vier Dreier zu treffen. Das ist natürlich meine Spezialität, denke ich mal. Natürlich auch 100% auf dem Feld geben, niemals aufgeben, kämpfen und Effort geben bis zum geht nicht mehr. Für mich, meine Familie, schon was Großes. Mein Opa kommt aus München, war auch selber im Verein so Mitglied gewesen, so alles. Hat schon eine große Bedeutung bei uns auf jeden Fall, deswegen war es schon eine kleine Herzensangelegenheit für mich auch. Und ja, ich meine, Bayern ist ein Name für sich, ich denke mal, das spricht für sich auch. Da will man Titel gewinnen und das ist das Ziel. Erstmal persönliche Ziele, mich erstmal beim FC Bayern gut etablieren auf jeden Fall, dann meinen ersten Schritt in der EU-League gehen. Und klar, als Mannschaft natürlich auch erfolgreich sein. Also wir wollen natürlich das Maximalste erreichen, was geht. Deswegen steht der FC Bayern, glaube ich, auch. Und das sind dann die Ziele für uns. Ja, ich denke mal, eine Herausforderung. Aber ich denke mal, wie gesagt, wir haben das alle schon, machen das ja schon ein paar Jahre. Deswegen sind wir da so ein bisschen erfahren in der Sache, mit neuen Mannschaften umzugehen. Ich denke mal, es wird dann auch relativ schnell gehen. Und ich denke mal, es sind auch alles coole Typen hier. Von daher wird das, ich meine, nicht allzu lange dauern, hoffe ich mal. Klar war es erstmal ein bisschen schwierig durch die ganzen Covid-Regeln, die wir hatten. Wir durften jetzt nicht raus aus dem Dorf, wir durften keine anderen Sportarten anschauen. Das war schon sehr, sehr schade auf jeden Fall. Aber die Eröffnungszeremonie war schon sehr was Einmaliges, also sehr emotional auch. Einfach, wenn man so rumguckt, die ganzen Sportler der ganzen Welt sind da und sind in diesem einen Moment da, wenn dieses Feuer angeht. Schon sehr krass gewesen. Das vergisst man auf jeden Fall nicht mehr und macht Lust auf mehr auf jeden Fall. Also hat auf jeden Fall nochmal Ziele gesetzt, nochmal extra Motivation eingefangen und ja, und dann im Dorf. Das ist täglich dieser Alltag. Siehst Athleten durchs Dorf laufen zum Training, vom Training, zum Spiel, zum Wettkampf, zum Essen oder trainieren im Dorf selber, laufen da wie Verrückten rum. Ist schon was Einmaliges auf jeden Fall. Ich denke mal, ich war nie draußen aus dem Season-Mode, muss ich sagen. Deswegen fällt es mir jetzt nicht so schwer, wieder jetzt irgendwie so reinzukommen. Klar, es ist eine neue Mannschaft, neues Umfeld, aber ich denke mal, der erste Eindruck war sehr gut. Ich freue mich sehr drauf und deswegen kann es losgehen. Ja, auf jeden Fall, dass hoffentlich mal wieder Fans kommen dürfen. Das wäre immer sehr, sehr schön. Einfach mal in der Halle wieder ein bisschen Stimmung zu haben, wäre super. Und natürlich auch den EU-League-Schedule freue ich mich auch.